In der Umgebung von Schloss Orth werden oft brodelnde Blasenringe an der Oberfläche des Traunsees sichtbar. Kaum tauchen die Ringe auf, sind sie aber schon wieder verschwunden, um an einer anderen Stelle erneut aufzutauchen. Dieser rätselhaften Erscheinung geht das Projekt Tiefenrausch in Zusammenarbeit mit dem Lyriker Walter Pieler im wahrsten Sinne des Wortes auf den Grund. Kleine Odyssee vor Ort. Um 12 auf Holz, zwischen Land und Land schlägt's 12-mal und Sirenen überheulen das sanfte Geplätscher. Und nur 30 Schritt weiter, am Ende der ewig quirligen Seehaut, Eolsharfe, bleiben zwischen Mauern auch die Berge bestehen. Sie stehen halt da. Selbstverständlich. Millionen werden verdient mit den Bergen und so weiter, aber sie stehen halt da. Nicht? Diese schöne Landschaft steht halt einfach da. Und jetzt kommen die sinnlichen Splitter und Möwen kreischen im Wind, streichen übers Blässhändl treibende Wasser, platteln, beklatschen Asphalten, Seilbahngondeln schweben und die Fische in der Tiefe nicht so plodern, briedeln und sodeln. Sind schwebeleichte Blasenfussi, leben hier die Schwanenbussi. Pappels brodeln. Das Mysterium der Blubberblasen wird damit zwar nicht aufgelöst, aber bei solch sprachlichen Zuckergüssen, wen interessiert denn da noch die schmucklose Wahrheit? Ja, aber dann, für die Stanzen, hey,